Es ist voll die Ehre, finde ich, den Abschluss der allerersten Predigtreihe hier machen zu dürfen. falls sagt, das ist die allererste Predigtreihe, die ihr hier habt. Und ich darf den Abschluss machen und das ist cool, das irgendwie zusammenzubinden, rund zu machen. Und ich freue mich richtig drauf, weil das Thema Einheit ist so eins meiner Lieblingsthemen und es ist herausfordernd, aber ich liebe es total. Und ich nehme euch mit rein in den Bibeltext für heute. Ihr könnt ihn auch hier vorne mitlesen um den es geht, der steht in Epheser 2, den Verse 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Herr, ich bete. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Bibel, dass du uns deine Gedanken mitteilst, dass wir deine Gedanken hören dürfen, dass wir dich dadurch kennen. Ja, kennenlernen dürfen und dich besser verstehen und dass du zu uns redest. Ich danke dir für heute Morgen für das Thema Wir sind eine Einheit. Und ich bete wirklich, dass du uns diesen Text lebendig machst, dass du zu uns redest, zu unseren Herzen, dass wir bereit sind, von dir zu empfangen. Und danke, dass ähm, die Worte, die zu uns sprichst, dass sie nicht leer zurückgehen, sondern dass sie und ich bete, dass sie auf fruchtbaren Boden wirklich fallen. Jesus, danke, dass wir heute Morgen dir begegnen dürfen und dass du uns begegnen willst. Amen. Wir sind eine Einheit. Das ist das Thema, um das es heute Morgen geht. Und ich habe euch zum Einstieg ein Video mitgebracht, sodass wir uns gemeinsam angucken können. Manchmal fühlt sich Einheit so an wie in diesem Video, oder? Zumindest die Einheit in der Gemeinde, die Einheit in der Kirche. Wir denken, wir ziehen irgendwie alle an dem gleichen Strang, wir bauen das gleiche Gebäude, wir haben doch die gleiche Absicht. Und dann ist der eine da mit Stroh und Lehm am Arbeiten, der eine mit Steinen, der eine bringt auf einmal einen Stahlträger. Und es fühlt sich manchmal, die Einheit fühlt sich manchmal ziemlich wild und bunt an. Und dann, wie wir in dem Video gesehen haben, am Ende stürzt es alles zusammen und es geht kaputt. Aber das Gute ist, die Einheit, an der wir bauen, die geht am Ende nicht kaputt. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Sie stürzt am Ende nicht ein, sondern sie bleibt stehen. Wir haben hier schon mal einen coolen Vorgeschmack auf das, was wir gleich zum Ende der Predigt vielleicht hören. Ihr könnt euch darauf freuen, was wir hiermit gleich noch machen. Dieses Gebäude, es bleibt stehen. Aber manchmal fühlt sich Einheit so an, wie wir es gerade gesehen haben. Und dann denken wir, okay, so ist es jetzt, so ist es auch dem Gemeindealltag, im Gemeindealltag. Der Alltag als Christen sieht irgendwie so bunt, wild durcheinander aus. Und dann glauben wir, dass, dass das tatsächlich so ist und dass das irgendwie doch gar keinen Sinn hat, keinen Erfolg hat und am Ende sowieso kaputt geht. Aber ich glaube, dass das eine Lüge ist, die wir dann glauben, wenn wir das denken, dass es keine Chance hat. Und an dem Text, den wir gerade gelesen haben, den mag ich, weil Paulus uns sagt: hey, ihr seht zwar was, aber Gottes Realität ist eine ganz andere. Gottes Realität ist eine andere. Und ich helfe euch jetzt, in die Situation, in der ihr drin seid, mit Gottes Perspektive drauf zu gucken. Und ich öffne euch jetzt die Augen für Gottes Realität. Und das wollen wir heute Morgen machen. Wir wollen uns angucken, hey, was ist ein Teil von, von Gottes Realität, wie Gott Einheit in der Gemeinde sieht, ähm, anhand von diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Wir machen das ganz praktisch anhand von drei Punkten, wie es sich für eine gute Predigt gehört. Ähm, der erste Punkt ist: wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Und wir lesen Epheser 2, Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Was ein Vers, oder? Was da steht, wie viel Tiefe, wie viel Tiefgang in diesem Vers drin ist, in diesen paar Worten. Und ich finde, es wirkt so, wenn Paulus das schreibt, als würde er dich und mich an die Seite nehmen und ganz persönlich zu dir und zu mir reden. Da ich jetzt nicht ganz persönlich zu jedem von euch reden kann, euch nicht an die Seite nehmen kann, habe ich gedacht, ich mache das mit einer Person und ich darf den Grille nach vorne bitten. Das ist mein Schwiegervater, Grille Helmut, ich weiß nicht, wie ihr ihn nennt, ich nenne ihn äh, Grille. <laughs> darf ich das machen, das ist cool. Und ich will das mit dir gemeinsam machen, wie ich das verstehe, wie Paulus ähm, diesen Text schreibt. Und er sagt, okay, Grille, weißt du, du bist jetzt ein Bürger des Himmels. Du gehörst zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir sind jetzt eine Einheit. Und Paulus hat es vorher geschrieben in dem Epheserbrief, dass er sagt, Herr Grille, weißt du, bevor du Gott kennengelernt hast, warst du tot. Du warst hoffnungslos, du hattest keine Hoffnung auf irgendwas. Du bist umhergeirrt, du warst mausetot. Paulus beschreibt das ziemlich eindrücklich. Und dann sagt er, passiert etwas. Und dann ist dir Gottes Gnade begegnet, dann ist dir Jesus begegnet und du hast die Verstehungskraft in deinem Leben gemerkt und du bist lebendig geworden, Hoffnung und der Heilige Geist ist in dein Leben hineingekommen und weil das so ist, gehörst du jetzt zu Gottes Haus. Du gehörst jetzt zu Gottes Familie. Du bist Teil dieser weltweiten Einheit, zu denen alle Jesus-Nachfolger gehören. Das hast du jetzt, Grille. Du bist nicht mehr nur ein, ein Fremder, ein Außenstehender, sondern du bist Bürger des Himmels. Du darfst Teil von Gottes Familie sein. Ich danke dir, Grille, dass du mitgemacht hast. Und dieser Zuspruch, der gilt nicht nur Grille, sondern der gilt jedem Einzelnen. Das ist das, was Paulus dir ganz persönlich heute Morgen ausrichten möchte. Und das sind nicht die Worte von Paulus, sondern es sind Worte, die Paulus von Gott empfangen hat. Du bist Bürger des Himmels. Wenn du so eine Familie hast, so eine Einheit hast, dann ist das, wenn du eine gesunde Familie hast, ist das im Normalfall eine Herzenssache. Wo du sagst, hey jawohl, das schlägt mein Herz für. Und das Coole finde ich, wenn wir Teil von Gottes Familie sind, bedeutet das, dass wir Gottes Herzenssache sind. Du bist Gottes Herzenssache. Ich, Jonathan, ich bin Gottes Herzenssache. Und in der Familie ist das so, Familie hört nicht gleich auf Familie zu sein, wenn, wenn du dich mal streitest. Wenn Da fliegt mal eine Tür zu, ein bisschen lauter vielleicht, da wird sich mal angegangen, da wird man miteinander gestritten, da wird man vielleicht auch mal miteinander geschwiegen. Aber es gibt auch Phasen, da, ähm, da lachst du miteinander, da feierst du miteinander, da freust du dich miteinander. All das ist Teil von Familie und all das gehört dazu und all das ist möglich. Hey, weil wir jetzt in Christus eine Einheit sind, das ist das, was Paulus geschrieben hat. Und manchmal kostet es auch Kraft in einer Familie, in einer Einheit, den anderen zu ertragen. Manchmal kostet es Kraft. Und ich muss gestehen, mir fällt es manchmal schwer, immer die Kraft dazu zu haben, den anderen zu ertragen. Aber das, was ich so gut finde, ist, Gott wird es nicht leid, mich Jonathan zu ertragen. Gott wird es nicht leid, dich zu ertragen. Und dann ist es so, wenn wir etwas falsch machen, einen Fehler machen, dann kündigt Gott die Gemeinschaft mit uns nicht auf. Wir sind nicht Mieter auf Zeit, wir sind nicht irgendwie Fremde, sondern wir haben das Recht, dort zu leben. Wir sind Bürger des Himmels. Das ist de Fakt, Wir haben das, das himmlische Bürgerrecht. Und damit entsteht eine Einheit unter den Jesus-Nachfolgern. Und ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, am Anfang von der Predigt vielleicht gut, einen Zuspruch hinzusetzen, das, was Paulus auch. Am Anfang dieses Textes macht, hey, du bist Bürger des Himmels. Du bist Teil von Gottes Familie. Und du bist Teil dieser Einheit, die Jesus im Sinn hat, die er geschaffen hat, als er Jesus Nachfolger gemacht hat. Also du bist, wir sind eine Familie. Und der zweite Punkt, um den es geht, ist, wir sind eine Einheit durch Vielfalt. Das ist somit ein. Ein herausfordernder Punkt. Wir sind eine Einheit durch Vielfalt. Und ich bitte dich, dieses Wort Vielfalt äh, vielleicht jetzt erstmal nicht so verstehen, wie es gerade in den Medien unterwegs ist, sondern ich erkläre euch, wie, wie ich das meine oder wie ich glaube, wie Paulus das meint im, im Epheserbrief. Wir lesen nochmal Vers 19, nur diesmal auf einen Fokus auf eine andere Stelle. Er sagt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir sind es zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk dazugehören. Und ich habe so gedacht, hey, was dahinter steckt, ist, Gott fügt zusammen, was eigentlich nicht zusammenpasst. Und Paulus benutzt das quasi um die Versen, die direkt vor unserem Text stehen. Da beschreibt Paulus, Okay, es gab früher die Nichtjuden und es gab die Juden. Und die Juden, die waren das Volk Gottes, die hatten Zugang zum lebendigen Gott, die durften Gott im Tempel begegnen, die, die haben erfahren, wer Gott ist, wie Gott ist. Und dann gab es die Nichtjuden, die hatten all das nicht. Und zwischen denen gab es eine Trennung. Hier waren die, die Juden, die mit Gott unterwegs sein konnten und hier die Nichtjuden, die das nicht durften. Und dadurch, dass Jesus aber gestorben ist, als dem, in dem Moment, als Jesus ähm, Stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Das heißt, diese Trennung war weg. Das heißt, jetzt durfte jeder, der ein Jesus-Nachfolger ist, in die Beziehung mit Gott hinein. Und diese Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, sie ist aufgehoben. Es gibt nicht mehr diese verschiedenen Völker, sondern in Jesus gibt es nur noch Jesus-Nachfolger. Gott schafft sozusagen eine, ein neues Volk, eine neue Menschheit und das sind die, die Jesus nachfolgen. Und Gott hat damit angefangen, diese Grenzen, die da waren zwischen den Völkern, zwischen den Generationen, einzureißen, kaputt zu machen, dass diese Grenzen weg sind. Es gibt jetzt eine neue Familie, ein, ein neues Volk, eine neue Einheit und das sind die Jesus-Nachfolger. Und das Ganze, das ging an Pfingsten los. Das ist ziemlich spannend. Petrus hat gepredigt. Und 5000 Leute sind zum Glauben gekommen. Ich habe gedacht, wow, Petrus, so würde ich auch gerne predigen können. Das ist ziemlich cool, wenn, wenn jede Woche so viele krasse Sachen passieren würden, aber es sind 5000 Leute zum Glauben gekommen an dieser Pfingstpredigt. Und das, was da ist an dieser Pfingstpredigt, da waren Leute aus unterschiedlichen Ländern, und im Normalfall könnten sie die Sprache gar nicht sprechen, untereinander. Sie hätten Petrus gar nicht verstehen dürfen. Aber das, was passiert ist, ist, hey, der Heilige Geist hat es übersetzt, sodass jeder, der da war, Petrus in seiner Sprache, hat predigen gehört. Das was an Karfreitag und Ostern begonnen hat, dass diese Trennung zwischen den, den, den Völkern, zwischen den Nationen weggegangen ist, hey, sie hat Gott dann an Pfingsten ganz praktisch werden lassen, indem er diese Sprachbarriere hat aufgehoben. Die Grenze, die da war, Gott hat sie eingerissen. Er fängt an, diese Grenzen einzureißen. Und wir singen das gleich noch in dem Lied König aller Könige. An diesem Tag, an Pfingsten, da ist die, die Kirche entstanden. Die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Da ist etwas passiert. Die, die, die Mauern, die wurden eingerissen, diese Grenzen, die diese Einheit verhindern, sie wurden eingerissen. Und auf einmal lebte auf einmal der Heilige Geist in jedem Einzelnen. Aber der Heilige Geist verband auch die Gemeinschaft der Gläubigen auf einmal gemeinsam. Es wurde eine Einheit durch den Heiligen Geist, durch Jesus, durch seinen Heiligen Geist. Und ich will einen kurzen Einschub an dieser Stelle machen, weil ich glaube, den Eindruck habe, dass es für euch einige heute Morgen vielleicht wichtig sein kann. Und vielleicht denkst du, dass ich einer von denen sein kann, die bei Gottes heiligem Volk dazugehören, muss ich bestimmte Lebensstandards erfüllen, muss ich vielleicht etwas leisten, muss ich die Bibel lesen, muss ich spenden, muss ich gute Taten vollbringen. Vielleicht denkst du manchmal, hey, das muss ich machen, um ein guter Christ zu sein, um zu diesem heiligen Volk dazuzugehören dass du denkst, es gibt so eine Art TÜV holy, TÜV heilig. Und nur wenn du diesen Stempel bekommen hast, weil du gute Taten gebracht hast, dann gehörst du zu Gottes heiligem Volk dazu, dann bist du Teil dieser Einheit. Dann will ich dir sagen, hey, du glaubst eine Lüge. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Sondern Jesus, bei Jesus sind Heilige anders definiert. Ihr habt es gerade gelesen. Heilige bei Jesus sind Heilige aufgrund der Gnade und nicht aufgrund von besonderen Leistungen. Bei Jesus gehörst du zu dem heiligen Volk, zu dieser Einheit mit dazu. Wenn du sagst, Jesus, hey, du bist der Retter und der Erlöser in meinem Leben. Ich brauche deine Erlösung. Bitte vergib mir meine Sünden. Schenk mir deinen Heiligen Geist und gib mir neues Leben. Ich will dir nachfolgen. In diesem Moment gehörst du zu dem Volk der Heiligen mit dazu. In diesem Moment bist du ein Heiliger und gehörst zu dieser Einheit mit dazu. nicht nicht an deiner Leistung sondern es liegt einzig und allein an dem, was Jesus gemacht hat, und an seiner Gnade, die er dir schenkt. Und was ich so spannend finde ist, ähm, wir können mal eine Folie weiterklicken. Paulus redet davon. Ähm, er könnte auch sagen: Okay, du bist jetzt eine heilige Einzelperson. Aber das tut er nicht. Paulus sagt, er redet von einer, von mehreren, von einem heiligen Volk. Und ich glaube, er macht das, weil Glaube geht nie alleine. Glaube gehört immer in eine Gemeinschaft hinein. Glaube gehört immer zu einer Gruppe dazu. Echter Glaube funktioniert nicht alleine. Und wir brauchen die anderen Heiligen, die die Einheit, die wir sind, die, mich, die uns anfeuern auf unserer Glaubensreise, die uns ermutigen, die uns herausfordern, die aber auch mal sagen: Hey, Kollege, du bist falsch unterwegs, du bist irgendwo falsch abgebogen, komm mal wieder zurück. Die uns ermahnen an manchen Stellen, die uns herausfordern, aber auch die uns ermutigen. All das brauchen wir. Und Gottes Idee von dieser Einheit von Kirche ist, hey, dass wir diese Grenzen überwinden, die, die wir Menschen gerne aufbauen, die wir gerne machen. Aber Gott sagt: Hey, ich habe diese Grenze eingerissen und ich will, dass ihr keine Mauern baut, sondern dass ihr Mauern einreißt. Und wenn wir ehrlich sind und ihr euch umgucken Guckt, dann seht ihr ganz, ganz viele Leute, mit denen ihr euch außerhalb von Gemeinde wahrscheinlich nicht treffen würdet. Äh, das ist so, hier ist ein ziemlich bunter Haufen zusammen, von alt bis jung, von A bis reich, hier ist alles dabei. Ist alles dabei. Und im Normalfall kommen wir so nicht zusammen, weil jeder sich seine Peer Group sucht. Du suchst die Leute, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du gut klar kommst, die ähnlich denken, die ähnlich ticken wie du. Aber Gott sagt, hey, ich mute euch das zu. Ich mute euch diesen bunten Haufen zu. Ihr seid eine Einheit und ich mute euch das zu, dass ihr das aushaltet, dass ihr in dieser Vielfalt zusammenkommt. Weil Gottes Idee ist es, Grenzen zu überwinden, menschliche Grenzen einzureißen. Und ich finde, der C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat ein ziemlich cooles Buch geschrieben. Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und da schreibt der Screwtape, das ist so ein Oberdämon, der schreibt an seinen Neffen, so einen Unterdämon, Mr. Wormwood schreibt der Briefe. Und er gibt ihm Tipps, ähm, wie, wie der Wormwood es schaffen kann, dass die Christen Jesus nicht wirklich nachfolgen. Dass sie ähm, Jesus keine Ehre machen. Dass, dass sie so leben, dass sie einfach ganz lau und lasch unterwegs sind und eigentlich das Christsein versagt und versandet. Auf der Reise. Und dann gibt der ähm, Screwtape dem Wormwood folgenden Tipp, und ihr könnt es mitlesen. Ich finde, es passt nämlich richtig gut zum Thema dieser Einheit zusammen. Er sagt: Du musst doch sicherlich wissen, dass, wenn man einen Menschen den Kirchenbesuch nicht austreiben kann, die zweitbeste Lösung darin besteht, ihn quer durch die Nachbarschaft auf die Suche nach einer Gemeinde zu schicken, die ihm passt, bis er schließlich zu einem Feinschmecker oder Connoisseur in Sachen Kirchengemeinden wird. Weiter? Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Erstens sollte die Zuordnung nach Pfarrgemeinden immer attackiert werden, da sie sich nach dem Wohnort und nicht nach den Neigungen der Einzelnen richtet und somit Menschen verschiedener Schichten und Charaktere zu einer Art von der Art zusammenbringt, wie sie der Feind wünscht. Also der Feind ist in dem Sinne Gott, wie Gott sich das wünscht. Noch ein weiter. Das freie Versammlungsprinzip dagegen macht jede Gemeinde zu einer Art Club und auf lange Sicht, wenn alles gut geht, zu einer Clique oder Splittergruppe. Zweitens macht die Suche nach einer passenden Gemeinde den Menschen zu einem Kritiker, wo er nach dem Willen des Feindes, also nach Gottes Willen, ein Schüler sein sollte. Und ich finde, er bringt es so gut auf den Punkt. Und das ist, glaube ich, das, was, was wir oft machen. Dann, dann passt uns was nicht. Dann ist etwas, was mich vielleicht gerade stört. Und dann gehe ich gerne woanders hin, was mir das besser passt. Und der Screwtape, der hat was verstanden, oder C.S. Lewis, der ihm diese Worte schreibt, das hat gesagt, hey, es gibt kein größeres Zeugnis eigentlich für Gott, wenn Leute, die eigentlich im, ähm, sich sonst nicht treffen würden, außer zum Gottesdienst, außer in der Gemeinde, in der Kirche, wenn die trotz dieser Unterschiedlichkeit zusammenkommen und dieser Einheit, die sie sind, leben, dass sie nicht die, die Grenzen, die Gott abgerissen hat, dass sie die nicht wieder aufbauen, sondern dass sie in dieser Unterschiedlichkeit Einheit leben. Und ich glaube, das ist meine tiefe Überzeugung, dass da unheimlich viel Kraft und Segen drin liegt, wenn wir das machen, wenn wir das leben und dazu uns entscheiden, trotz dieser Unterschiedlichkeiten zusammenzuhalten und um diese Einheit, die da ist, wenn wir sie leben, auch dafür beten, dass wir sie leben können. Und ich will ähm, ganz ehrlich sein, das ist in Wiel, auch in der Gemeinde, wo wir sind, wir haben auch ganz viele unterschiedliche Leute da. Mit denen mit manchen würden wir auch uns so sonst nicht treffen, wenn wir nicht als... Gottesdienst als Gemeinde zusammenkommen und das ist manchmal herausfordernd und es, es fordert Kraft und es fordert Energie, noch eine Schleife zu drehen, damit wir diese Einheit leben können. Aber ich merke, es tut gut und ich profitiere davon und ich, ich kann wachsen, auch wenn Leute eine andere Meinung haben, als wie ich sie gerade habe. Und dann noch eine Stufe weiter, wir haben ähm, einen Arbeitskreis, der nennt sich Christen für Wiel, das ist die Ökumene bei uns in Wiel. Und das ist spannend, weil wir kommen dort zusammen aus der evangelischen Kirche, aus anderen Gemeinden, vom CVJM. Auch die katholische Kirche ist mit dabei. Und wir haben das Ziel, dass die Leute, dass die Wieler Jesus kennenlernen. Das ist das Ziel, was wir haben. Das ist der Inhalt, den wir haben. Die Form, wie wir das haben, das ist völlig anders. Wir als Christusforum, wir leben das ganz anders, wie die katholische Kirche das lebt, wie die evangelische Kirche das lebt. Aber es ist total spannend, in dieser Runde das zu erfahren, okay, wie geht ihr denn da dran? Und diese Einheit, die wir geistlich sind, auch ganz praktisch zu leben, auch auf dieser Ebene, auf dieser Stufe. Und es fordert mich total heraus. Und ich, meine Frau weiß es. Ich gehe zu diesen Treffen nicht total gerne, aber ich weiß, dass es gut ist, weil es eine Einheit ist, die wir geistlich sind. Die drücke ich damit aus und wir profitieren einander. Wir fordern uns heraus und wir pushen uns, Jesus ähnlicher zu werden, dass andere Leute Jesus kennenlernen. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Einheit, die möglich ist durch das, was Jesus gemacht hat. Wir sind aber auch eine Einheit, die in Vielfalt zusammengekommen sind mit allen möglichen Leuten, mit Generationen hinweg. Setzt Gott uns zusammen, sind wir eine Einheit. Und jetzt das Dritte ist, warum das Ganze manchmal so schwierig auch ist neben dieser Vielfalt, die wir sind. Wir sind eine Einheit im Bau. Also nicht im Gefängnis, äh, sondern eine Einheit, die sich im Bau befindet, under construction, die gebaut wird. Ähm, eine Baustelle, könnten wir sagen. Wir sind auch eine Baustelle als Einheit. Und das lesen wir in den Versen ähm, 20 bis 22, da schreibt Paulus folgendes. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wow, Gott baut einen Tempel. Damals im Alten Testament lesen wir das: Er hat einen Tempel aus, aus Steinen gebaut, aus Totensteinen, Steinen, die, die formbar waren und die, die gebaut werden konnten. Und jetzt baut Gott aber einen geistlichen Tempel. Nicht mehr aus toten Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Aus dir und aus mir und aus allen anderen, die zu deinem heiligen Volk dazugehören. Diese Einheit, die er baut, die drückt sich aus in diesem Tempel, den Gott baut, einem geistlichen Tempel, den Gott baut. Und dieser Tempel, er wird gebaut. Er ist noch nicht fertig, sondern er wird gebaut. Und die, die Conny, die hat das so cool gemalt, das soll dieser Tempel mal sein. Früher wurde er aus diesem Stein gebaut. Ähm, der sieht schon ziemlich fertig aus, aber stellt euch vor, er geht nach oben, links, rechts, noch viel, viel weiter und es können noch viel, viel mehr Steine dazukommen. Und er wird gebaut aus Leuten, die vor uns gelebt haben, die jetzt gelebt haben, die nach uns kommen werden. Alle die, die Jesus-Nachfolger sind, sind. Teil dieses Tempels, den Gott baut, dieser Einheit, die da durch Jesus entstanden ist, durch seinen Heiligen Geist entstanden ist. Und was ich so mag, ist ein Tempel, das war früher der Ort, da sind die Leute hingekommen, weil sie dort Begegnung mit Gott haben konnten. Dort war Begegnung mit Jesus möglich. Sie konnten erfahren, wer er ist, wie er ist. Sie konnten mit ihm reden. Und Paulus sagt, wenn wir den Epheserbrief lesen, sagt, hey, oder auch das Neue Testament, der sagt, okay, du als Einzelperson bist jetzt Tempel des Heiligen Geistes, in dir wohnt der Heilige Geist, durch dich ist Gott erfahrbar. Und er sagt aber auch, hey, ihr, wir als Gemeinschaft, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr in Wiesenthal, ihr seid der Ort, in dem Gott erfahrbar ist, als Kollektiv. Hier ist der Ort, an dem Gnade erfahren werden kann, an dem Barmherzigkeit erfahren werden kann, an dem Liebe erfahren werden kann. Nicht du alleine, aber als Kollektiv, als Gemeinschaft ist es möglich, wird es möglich, diese Einheit, die da ist. Hier können Leute hinkommen, hier kannst du hinkommen und hier kannst du Gottes Wesen erfahren und erleben und spüren, seine Güte, seine Gnade. Wir haben gerade gehört, Gott hat sich ähm, nicht entschieden, mit toten Steinen zu bauen, sondern mit lebendigen. Warum er das gemacht hat? Ich glaube, weil er die Herausforderung mag. Tote Steine werden viel einfacher irgendwie einzubauen und lebendige Steine sind viel flexibler. Und das, was er gesagt hat, ist diesem Tempel, was Paulus schreibt, ist, dass der Grundstein dieses Tempels, den brauchen wir nicht mehr zu legen, sondern der ist schon längst gebaut. Und der Grundstein dieses Tempels, das ist Jesus. Das ist der erste Stein, der gebaut wurde an diesem Tempel, der ist fest und das ist die Person Jesus, sein, seine Lehre, sein Wesen, sein, sein Werk, wer er ist. Das ist der Grundstein dieses Tempels, diese, dieser Einheit, die Gott geschaffen hat, dieses neues Volk, dieser Jesus-Nachfolger. Das ist der allererste Stein. Und den brauchen wir nicht mehr zu legen, den können wir auch nicht mehr legen, weil er bereits gelegt ist. Und an diesem Stein wird sich alles andere ausrichten müssen. Und was ich ziemlich cool finde, ist äh, das Wort, was hierfür Grundstein oder Eckstein benutzt ist, das kann auch, hat auch die Bedeutung Schlussstein. Wir lesen in der Offenbarung, Jesus ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Jesus ist der erste Stein dieses Tempels und irgendwann, wenn der fertig gebaut ist, wird Jesus auch der Schlussstein dieses Tempels sein, der vollendet das Ganze. Und das ist so stark und so genial. Und dann sagt Paulus weiter, okay, ähm, ich, es wird weitergebaut. Nach Jesus kommen die, die Apostel. Die Apostel, die, die, die ersten Jünger, die Jesus berufen hat, ähm, die sind auch das, was sie gemacht haben. Dann kommen die, die Propheten dazu. Paulus schreibt im, im Epheserbrief auch, okay, er hat, ähm, Jesus hat die Apostel, er hat die Propheten der Gemeinde gegeben. Das sind alles Leute, die vor uns gelegt haben. Die Kirchenväter, auf denen ist es gebaut. Der ganze Tempel, die, die Gemeinde, die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Und dann sind wir kollektiv unterwegs, der kollektive Tempel. Ich habe David Alabama mit reingenommen. Für alle, die das nicht wissen, der ist Jesus-Nachfolger. Letztes Jahr beim Champions-League-Finale nach dem Sieg, nachdem Real Madrid gewonnen hat, er hat sein Trikot ausgezogen und darunter war ein T-Shirt mit der Aufschrift Meine Kraft liegt in Jesus. Und das ist cool, wir sind kollektiv unterwegs, wir dürfen mit Leuten, die auf der ganzen Welt zu Hause sind, Teil dieses großen, dieser großen Einheit, diesen großen Tempelbaus, den, den Gott durch seinen Heiligen Geist macht, dürfen wir dabei sein. Und dann darf ich aber auch dabei sein. Ich, Jonathan, ich bin auch Teil davon, Teil von dieser Einheit, Teil von diesem Bauwerk, was Gott baut, was Jesus baut, wo, wo Jesus durch seinen Heiligen Geist drin wohnt. Und dann ist es manchmal so, ähm, heute sind die Steine alle relativ gleich gehauen. Früher war das aber so, da waren die Steine nicht alle so perfekt, sondern an manchen Stellen musste vielleicht auch mal was weggeschnitten werden, weggehauen werden an dem Stein, damit er passt. Und ich glaube, das brauchen wir manchmal auch, damit diese Einheit, die da ist, damit die gelebt werden kann. Da ist es vielleicht dran, dass Jesus sagt, okay, Jonathan, an dieser Stelle hast du eine Ecke zu viel. Die ist vielleicht, die ist nicht gut. Ähm, damit die Einheit gut gelebt werden kann, ist es gut, dass ich diese Ecke bei dir abhaue. Und dann gibt es vielleicht noch eine andere Sache, wo Jesus auch sagt, okay, da, da muss noch mal was abgemacht werden, damit ich passend in diesem Tempel, in diese Einheit, in diese Gemeinschaft mit hineinpassen kann, damit es passiert. Und wir könnten jetzt auch euren Namen damit reinsetzen. Auch ihr seid Teil dieses Bauwerks, auch ihr seid Teil dieser Einheit, die, die möglich geworden ist dadurch, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und wir ihm jetzt nachfolgen. Wir sind eine Einheit. Wir sind eine Einheit, wir sind eine Familie. Wir haben es gehört, wir sind Teil von Gottes Familie, wir haben das Bürgerrecht, wir dürfen da sein, wir dürfen mit ihm leben. Und das ist das, was wir haben. Wir sind aber auch Einheit in Vielfalt. Das ist nicht immer einfach, das ist an manchen herausfordern, weil wir unterschiedlich sind. Und wir sind eine Einheit im Bau. Wir dürfen Teil von diesem Tempel sein, von der Kirche, die Gott baut. Ich glaube, dieser Tempel ist die Kirche, die gebaut wird, die Gemeinde. Es ist global. David Alaba ist mit dabei. Ich bin mit dabei. Aber es ist auch lokal ihr als die EFG Wiesental. Auch ihr seid dieses Bauwerk. Ihr seid Teil dieses Bauwerks. Und ich lade euch ein, wenn ihr mögt, dass wir gleich, wenn wenn die Band jetzt uns gleich mit den Lobpreis hineinnimmt, dass ihr während des Lobpreises habt ihr hier vorne ähm, rechts und hier links habt ihr Stifte und Zettel liegen. Und wenn ihr sagt, hey, ich ich möchte auch Teil dieses Bauwerks sein. Ich möchte diese Einheit leben. Ich möchte dabei sein. Ich möchte in diesem Bauwerk einfach mitbauen. Dann darfst du gerne deinen Namen auf diesen Zettel schreiben und du darfst ihn auch hier draufkleben. Und wenn du merkst, es passt nicht, dann mach das einfach links, rechts, irgendwie dazu, sodass es voll wird, dass ihr dieses Gefühl auch habt, auch, hey, hey, wir sind eine Einheit, wir gemeinsam als Wiesenthal, wir sind diese Einheit, die durch Jesus passiert ist. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht fühlen, es ist trotzdem die Realität, weil Gott sie so beschreibt und Gott sagt, hey, so ist das. Und wenn du sagst, hey, ich bin besonders heilig, nein, das nicht. Wir haben gerade gelernt, es gibt nicht besonders Heiliger. wenn du sagst, ähm, hey, ich bin auch bereit, dass meine Ecken und Kanten in dieser Einheit, in dieser Gemeinschaft geschliffen werden können, dann kannst du vielleicht für dich symbolisch auch ein Stück von dem Rand abmachen und sagst, hey, es darf passieren in dieser Einheit, in dieser Gemeinschaft, dass der Heilige Geist Sachen an mir abschlägt, die für das Gemeinschaftswohl nicht gut sind. Und keine Sorge, es wird keiner am Ende kontrollieren. Ähm, ob du dich drauf geschrieben hast ähm, wer nicht drauf ist wer was von der Kante abgemacht hat das ist einfach eine Sache zwischen dir und Gott was du symbolisch ausdrücken kannst und am Ende gibt es ein ziemlich cooles Bild wo du sagst hey, hey wir sind gemeinsam unterwegs wir sind die einheit wir sind der Tempel Gottes in dem Gott erfahrbar erlebbar wird wir sind seine einheit die er zusammenhält durch seinen heiligen Geist ich bete und in der Zeit kann die Band schon mal nach vorne kommen und dann dürft ihr gleich während des Lobpreises hier vorne euch die Zettel nehmen, euren Namen draufschreiben. Und da ist dann so, so ein Klebesticker drauf, den könnt ihr abmachen und dann ähm, da drauf kleben. Jesus, ich danke dir, dass du das möglich gemacht hast, dass du uns gerettet hast und dass du uns hineingefügt hast in, in deine Familie, dass wir eine Einheit sind durch dich und dass du es bist, der uns verbindet. Was ein Privileg. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, weil du uns in so einer Vielfalt zusammengestellt hast, weil das so, so ein bunter Haufen ist an manchen Stellen. Und ich bete, dass ähm, du uns immer wieder Geduld schenkst, dass du uns immer wieder Liebe schenkst ähm, für den anderen, aber dass du auch uns immer wieder an, an meinem Herzen, an unseren Herzen die Arbeit tust, ähm, dass wir auch Teil dieser Einheit wirklich sein können. Und danke Jesus, dass du mit uns im Bau bist, dass du uns einfügst in etwas Globales aber auch in etwas lokales. Und du bist so cool, wie du das ausgedacht hast. Ich danke dir dafür und ich bete, dass wir diese Einheit, die geistlich da ist, dass wir sie auch in unserer Realität sehen und dass wir diese Mauern, die du eingerissen hast, dass wir sie nicht wieder aufbauen, sondern dass wir sie abreißen und uns einfügen lassen in die Gemeinde, in die Kirche, in deine große Einheit. Amen.